dann würde ich sagen, belassen wir mal das Ganze dabei und schauen mal eine Ecke weiter. Schauen, dass wir dann noch ein Stück vorankommen. Wolfsburg bleibt im Keller. Also schauen wir mal genau, wir können noch mal kurz auf die Tabelle gucken, aber das machen wir am besten im... Hier, da geht's besser. Ich möchte wissen, wie viel sind es auf Lautern? 3 Punkte. Einen auf 4 oben. Ja gut, nach oben schaue ich jetzt erstmal gar nicht. Also wie gesagt, wir sollen erstmal unten unsere Sache gut machen. Da rauskommen, dann habe ich nichts dagegen, hier ein bisschen weiter nach oben zu schauen. Aber erstmal unsere Pflicht erledigen, dann das Vergnügen sozusagen. Und wenn wir uns mal anschauen, unsere Formkurve schwankt sehr stark. 2 Niederlagen, 2 Siege, 2 Unentschieden und jetzt kommt Bremen. Beziehungsweise wir fahren nach Bremen, glaube ich zumindest. Genau so schaut es aus. Also mal schauen, was sie da erreichen. Obczypka ist für 3 Tage noch verletzt. Können wir hier mal genau Spielergespräch? Lassen wir mal erst. Also da bin ich auch richtig, richtig stolz, richtig froh über den Transfer. Guter Mann. Ich schaue mal eben rein. Stationen, genau. Leverkusen, Pauli, Rostock, okay. Okay, neuer Mitarbeiter, jawohl. Lars Gutja kommt und Scoutbericht. Also, jetzt können wir mal reinschauen. Er hat 8 Spieler beobachtet. Julian Wiesmeier von Aue. Ich weiß nicht, ihr erinnert euch bestimmt vom anderen Let's Play auf meinem alten Kanal mit Dynamo Dresden. Da wollten wir ihn holen. Das war ein ganz starker. Das wäre es natürlich. Wir lassen alle mal hier ein bisschen drin. Ich denke, die haben Potenzial. Ich habe sie jetzt zwar noch nicht alle so genau angeschaut, aber das werden wir jetzt tun. Also, wir gehen rein. Wiesmeier. Ist zur Leihe. Okay, damit wird es schon mal schwierig. Trotzdem ab ins Blickfeld mit ihm. 67. Ah, eine Grundstärke von 71. Heieieiei. Das wäre auch ein richtig starker. Auch hier offensiv angesiedelt. Dann Kevin Vogt. Defensiv 62. Aber mit einer Grundstärke von 67, okay. Hart ist er. Okay. Auch ins Blickfeld. Natürlich jetzt alles keine Kandidaten hier, um die von Anfang an spielen könnten und so weiter, ganz klar. Aber es sind Leute dabei, die auf jeden Fall Potenzial haben. Hier auch Castrati würde ich auch ganz gerne mal ins Blickfeld nehmen. Würde ich mir auch ganz gerne mal beibehalten, den guten. Mal schauen, auch ganz schön flexibel. Aber natürlich hauptsächlich als Stürmer angesiedelt. Dann Reinhold Jabot. Von den Kölnern ausgeliehen, Charakter temperamentvoll. Ja gut, das sind sie alle. Defensives Mittelfeld, zentrales und offensives. Hauen wir mal rein, aber auch nur wegen dem Talent, so von der Grund... Oh doch, 66, okay. Ist nur anscheinend, ja, gerade von der Form nicht gut drauf. Max Veloso, Dynamo Dresden. Da kommen sie wieder, die kommen irgendwie immer wieder vor hier. Verfolgen uns. Tim Sauermann vom KSC. Der hat ganz schön viele Sachen hier. Der hört sich gut an. Ah, aber hat hier noch einige Fähigkeiten als Feldspieler, wo man sagen muss, das ist natürlich überhaupt nicht erstligareif. Oh, Kinius, okay, Vorstöße. Dafür hat er Tackling 88, also ist auf jeden Fall defensiver ein bisschen angesiedelt. Manndeckung ist ja auch ganz in Ordnung. Lange Pässe passt, Passspiel passt. Ballkontrolle, okay, da müssten wir, wenn, ansetzen. Hat Führungsqualitäten, entschlossen, aggressiv, okay. Freudig, ja, der wäre auf jeden Fall was. Also der steht gerade so ganz oben, da bin ich stark am überlegen. So als, ja, Talent, als Backup. Haben wir Perde da, haben wir auch noch. Da müssen wir auch mal schauen, was wir mit ihm machen. Jetzt habe ich weggedrückt, einen haben wir noch. Alioski von 1860 München als Linksverteidiger. Ja gut, nehmen wir mal mit rein, aber da haben wir gerade erst Okchipka gekauft, also... Da haben wir momentan keinen Bedarf. Und dann lassen wir ihn hier mal noch in der 3. Liga scouten. Da möchte ich auch mal sehen, gibt es da was Gutes? Geschätzte Stärke, also mindestens 60 sollte er wieder haben. Ich glaube, viel besser geht eh nicht. Hier in der 3. Liga zumindest nicht bis 70 rum. Da können wir das Ganze mal lassen. 20 Jahre ab 18. Permanent beobachten.
Und okay, los geht's, auf geht's. So, Teamführung, wir müssen wieder einiges erledigen. Kraft, du hast gut trainiert. So, Kobayashvili, können wir nichts machen. Hupnik, relativ hohes Vertrauen. Hier, Franz Gering, ja gut, da müssen wir auch mal ein bisschen schauen. Ist aber in der 11 des, nicht 11 des Tages, aber in der 11 eben. Also, Spielpraxis hat er. Ottel, gut trainiert. Vielleicht noch Ramos oder Lasogga. Können wir alle nicht. Okay, dann wieder Benny Laut. Eins haben wir noch, glaube ich. Haben wir noch eins? Ja, wir haben noch eins. Raphael, okay, der ist natürlich auch von der Form bombastisch drauf. Das ist klar, da schauen wir eben mal rein sogar. 13 und 14 immer noch, aber Ronny schwächelt. Ronny gleich mal raus ein bisschen. Torun. Bekommt er mal wieder die Chance. War jetzt, ich weiß nicht, zwei, drei Spiele außen gehockt. Jetzt darf er mal wieder ran, vielleicht ist er heiß. Genauso Lustenberger auch. Eieiei. Niemeyer rein. Die zwei schwächeln mir auch ganz schön. Perdedai, wollten wir mal schauen, ob wir ihn ausleihen können. Würde ich auch fast machen wollen, beziehungsweise... Haben wir da nicht was angeleiert? Ne, haben wir nicht, okay. Wie machen wir das Ganze? Vertrag. Transferstatus ändern auf Transfermarkt zur Laie. Und so, jetzt hat es kurz gehängt. Auf Transfermarkt zur Laie, okay. Wir müssen mal schauen, Transmarktwert, okay, da müssen wir ein bisschen runter, ganz klar, Leihgebühr. Was ist denn das so normal? Kenne ich da nicht so aus. Wir machen mal 150.000, okay. Und schauen wir, vielleicht können wir ihn gleich ein bisschen anbieten, Spiele anbieten. Zweite Liga wäre mir recht. Was haben wir da? Geht Dresden, Dresden ginge. Aber okay, dann schauen wir mal, wenn wir hier noch bessere Angebote haben. Vor allem hier, Greuther Fürth, das wäre was. Ja, Greuther Fürth, komm, das ist ein guter Ausbildungsverein. Komm ja aus der Region, also da können wir ihn ganz gut hinschicken, aber die sind in der... Ah ne, das ist DFB-Pokal. Das ist DFB-Pokal, okay, dann müssen wir schauen. Nicht, dass er uns hier dann das entscheidende Tor reinhaut und wir ausscheiden. Aber gut, da kommen wir dann gleich dazu, zu den Konditionen. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal weiter ein Stück. So, neue Transfers. Ist was dabei? Marcina von Villarreal zu Valencia bleibt in Spanien. Köln verpflichtet Mané. Für 1,8 Millionen. Auch ein guter Mann, glaube ich. Oder? Also so auf den ersten Blick. Gestandener Spieler, erfahren. Klasse Ausbildung. 75, würde ich sagen, passt. Gibt es noch was? Darren Buckley zu FSV Frankfurt. Interessant. Okay. So, Paradise. Darf gegen eigenen Verein spielen? Nein. Und... Ja. Vielleicht gehen wir hier noch auf 145 das dafür. Dass er, wie gesagt, ja, nicht gegen uns spielen darf. Ja, wird ausgeliehen, okay. Wir kommen da auch noch, ja, ganz schönen Bonus und ganz schöne Summe geboten. 145.000, das ist auf jeden Fall schwer in Ordnung. Okchipka ist immer noch nicht fit. Können wir kein Spielergespräch machen, schade. Würde ich sagen, gehen wir noch mal ein Stück weiter. Scoutbericht. Stopp. Ich dachte mir, irgendwas haben wir vergessen. Es war der Scoutbericht. Wir schauen mal rein. Ah ne, noch zwei Tage. Okay, ist noch nicht so weit. Ist noch nicht so weit. Okay. Habe ich mich hier getäuscht? Wir gehen noch mal rein. Wir haben eine Nachricht. Oh, Sebastian Neumann. Das kann ich erwarten. Ich würde ganz gern. Wir schauen mal rein. Erste Mannschaft. Wäre auch so ein Kandidat zum Ausleihen. Nicht? Ja gut, mehr Mijatovic hätten wir noch. Ja doch. Können wir, glaube ich, machen. Jetzt ist nur die Frage, wie er darauf reagiert, beziehungsweise was wir sagen sollen. Kurzeinsätze, sagen wir mal. Und dann würde ich sagen, Aktion. Vertrag, sowas. Spieler anbieten. Zur Laie. So. Zweite Liga wieder. Das wäre natürlich auch was nochmal zu Fürth. Wie viel ist er wert? 500.000, dann machen wir bei ihm hier mal so um die... Wieder 150. Nicht interessiert? Schade, okay. Frankfurt, nee, ist glaube ich eine Hausnummer zu hoch.
Wolfsburg, Bochum. Bochum hört sich gut an. Gut, Bochum-Frankfurt, da tut sich jetzt auch nicht viel, ne? Aber gut. War wieder blöd dahergeschwafelt von mir. Wir gehen noch mal ein Stück weiter und dann schauen wir mal dann. Das Spiel gegen Bremen steht vor der Haustür. Also, darf nicht gegen einen eigenen Verein spielen. Dafür, ja, das passt. Verhandeln. So, ich bin gespannt. Schöne Musik. Ausverkaufte Hütte und Leverkusen gegen Bayern unter anderem. Köln auf Mannheim, Stuttgart, Hamburg. Hey, das sind wieder Spiele dabei. Ich glaube, das sage ich jedes Mal, aber irgendwie ist es so. So, Neumann, oh, bombastische Form, aber er geht ja. 64. Der, wenn sich natürlich weiterentwickelt, 20 Jahre jung, wäre auch was. Also, er geht. So, wir schauen noch eben rein in den Scout-Bericht. Gardler, er was genau? Was gibt's? Volland von 1860, ja. Fortuna Düsseldorf, Chemnitzer FC. Hätten wir hier was? Selim. Trainiert ungern. Oh gut, das ist natürlich schlecht. Sowas können wir nicht gebrauchen. Saarbrücken, Offenbach, Pascal Testroy, der kommt von Bremen, oder? Der kommt von Bremen, genau. Dachte ich mir doch, den kenne ich irgendwo her. Okay, allgemein 20 Jahre jung. Okay, ich würde sagen, das Ganze lassen wir mal so ein bisschen vorerst noch. Und wir stellen die ganze Mannschaft nochmal so ein bisschen auf, beziehungsweise schauen, was wir noch anders machen wollen, machen können. Perde da erstmal außen, klar. Die beiden dann weg, okay, Kader ist, denke ich, trotzdem immer noch gut genug, immer noch groß genug. Lasogga, der wird natürlich auch langsam ein bisschen ungeduldig, schätze ich, der will auch mal wieder spielen. Wer ist denn von der Form nicht so gut? Niemeyer und Torun. Torun, gut, den haben wir gesagt, lassen wir mal wieder ran. Niemeyer haben wir auch rein. Würde ich sagen, passt soweit gegen Bremen. Konterspiel setzen wir auf jeden Fall mal drauf. Die Laufwege auch ein bisschen. Wieder nicht ganz so weit vor. Hier. Und dann schauen wir mal. Anweisungen. Torun. Positionstreue normal. Genauso hat Tira kreativ. Ja gut, das können wir so lassen. Ottl müssen wir nur schauen. Aggressivs. Oft, okay, genau, das war der offensivere Part, Niemeyer der defensivere, genau. Okay, dann würde ich sagen, passt das. Wir schauen eben im Vergleich, spielt Pizarro. Pizarro spielt, war klar. Würde ich ganz gern, setzen wir, nee, Niemeyer, setzen wir nicht an Franz. Franz, das ist ein unangenehmer Spieler, würde ich sagen. Setzen wir da mal an. Da gibt es einige, wo wir was drauf ansetzen können, nicht? Ekichi, Meiste Tore vorbereitet, vielleicht, aber der spielt defensiv, scheiße. Wenn der offensiv spielen würde, würde ich ihn hier von Niemeyer mal ein bisschen decken lassen. Vielleicht können wir dann das Spiel unterbinden, aber so würde Niemeyer ein bisschen zu weit vorgezogen sein. Gefällt mir nicht. Innenverteidigen Naldo, Sokratis, Ignjowski und Schulz, Militz im Tor. Okay, was ist mit Wiese los? Verletzt oder weg? Oder was ist da? Geht ja jetzt in echt auch, also... Ja, ist weg. Ist weg, okay, dann spielt Militz, aber auch ein ganz talentierter junger Mann. Müssen wir schauen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Spiel gegen Bremen. Servus.